So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Scorched Earth. Wir spielen Winterwunderland auf der Volcano-Map. Und ich habe mir jetzt mal eine neue Strategie überlegt. Und zwar, wir haben hier jetzt eine Rüstung. Super. Rüstung ist toll. Also ich fühle mich schon viel, 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 viel sicherer. Aber ich habe mir überlegt, erstmal bräuchten wir mal vernünftige Waffen. Und zwar könnten wir uns erstmal eine Armbrust bauen. Die bräuchten wir schon mal. Damit wir hier mal nicht so ganz so minimalistisch unterwegs sind. Nennen wir es mal so. So, gibt es erstmal eine Armbrust. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt es denn hier noch so? Nahkampf. Eine Pike. Ich hätte lieber gern ein Schwert, habe ich aber nicht. Ich möchte Fallen mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht. Das mache ich aber jetzt mal. Ich lege mal ein paar Fallen aus und gucke mal, was das bringt. 10 Stück und davon machen wir auch noch welche. So. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und ich kann leveln. Das finde ich super. Und nochmal Gesundheit. Hätte ich schon viel früher bauen sollen, ganz ehrlich. Also vor allen Dingen hier die Armbrust. Das hätte ich schon viel früher tun sollen. So. Komm, gib mir mal die Dinger her. Ich möchte mal gerne... Mach Menschen und kleine Kreaturen bewegungsunfähig. Wölfe auch? Gute Frage. Hey, noch ein Level. Cool. Ich brauche nur noch Fallen. So, die legen wir jetzt erstmal aus. Und die großen dazwischen. Dann machen wir die immer im Abstand. Das ist für größere Viecher. Für Riesenviecher wahrscheinlich nicht. Aber mal sehen. Schauen wir mal. So, 3 Stück. Jetzt habe ich bestimmt mein ganzes Metall aufgebraucht. Nee, habe ich noch nicht. Okay. Gut, 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 gut. Ich habe ja hier auch noch was am Brutzeln. Also von daher. Jawohl. Nochmal 38. Die kommen da schön rein. Ich habe wieder ein Level up. Großartig. Welches Level haben wir denn jetzt? 48. 48? Cool. Also, noch 7 Level. Dann können wir den Archie-Sattel bauen. Okay, ich baue jetzt hier Fallen auf. Und zwar hier zwischen dem Baum und zwischen dieser, wo es so hoch geht, hier diesem Berghang. Und dann hoffen wir einfach, dass da irgendwelche Viecher reintappern. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Seit dem letzten Mal hat sich hier ein bisschen was getan. Da rennen ein paar Rex rum. Also Moment mal. Das brauchen wir, das brauchen wir. Und dann gucken wir mal, was passiert. Die 7 Fallen stellen. Und zwar machen wir mal eine... Ja, so nah sind die nie. Die gehen immer hier so durch die... Eine dahin. Aha, okay. Noch eine. Eine dahin. Und eine dahin und eine. Wo ist mein Berg? Da ist mein Berg. Dahin. Und mal welche so rumlegen. Ich weiß nicht, ob das einen Ausschlag bringt. Also ob das. Au! Jetzt habe ich mich erschreckt. Au! Mist, ich bin in meiner eigenen Falle gefangen. Oder was? Ja klar. Und jetzt? Hallo? Das ist ja meine Falle. Mist. Nicht schlecht. Da vorne sind Rexe. Hallo? Lass mich da weg. Geht nicht. Ich komme nicht mehr weg. Ich kann gar nichts machen. Ich kann mich nicht hocken. Ich kann gar nichts machen. Oh, verdammt. Kann ich die kaputt hauen? Nö. Kann ich nicht. Toll. Und jetzt? Also, liebe Kinder, lauft nicht in eure eigenen Fallen rein. Ich muss hier aber jetzt raus. Sorry. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich muss aber gerade da rausgehen. Kann ich gar nicht. Ich kann nicht mal mit Ghost da raus. Ich kann überhaupt nicht raus.
Och bitte, es macht doch keinen Quatsch hier. Hier irgendwie anders raus? Ich komme hier gar nicht mehr weg. Überhaupt nicht. Ja, ich bin bewegungsunfähig und jetzt soll ich mich töten oder was? Gibt es irgendwie so einen Selbstmordtrank oder sowas? Wie mache ich das denn jetzt? Ho. Dahin. Geh auf. Ach, davor. Oh, das ist aber groß. Plupp. Ja, Mist, aber wie komme ich denn jetzt aus der Falle raus? Gar nicht. Ah, ja, hätte ich vielleicht mal aufpassen sollen. Aufheben, große Bärenfalle, das ist super. Die kann man aufheben, wusste ich gar nicht. Und wie komme ich jetzt hier aus der kleinen Falle raus? Gar nicht. Ich kann die nicht öffnen. Nö. Ghost? Ich komme ja nicht mehr weg. Ich komme gar nicht mehr weg. Ja, so war das nicht gemeint. Die kann ich sehen. Die hier kann ich nicht sehen. Doof. Ja. Der Gedanke zählt. Wie kriege ich mich denn jetzt? Oh. Kann man sich irgendwie selber töten? Kann ich die herpfeifen, damit die mich töten? Oh, gibt's das denn? Und jetzt? Was denn jetzt? Okay, ich muss mich mal gerade schlau machen, was ich jetzt machen kann. Was kann ich denn jetzt machen? Gar nichts kann ich machen. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Okay, das geht nicht. Aber ich kann trotzdem nicht weg. Lass mich da weg. Ich will nicht mehr. War das denn so gedacht? Jetzt kann ich mich hocken. Bärenfalle. Wenn ich sie repariere, ist das doof. Moment mal. Ich hier doch kaputt hauen. Geht nicht. Ich will die nicht reparieren. Ich will die irgendwie wegkriegen. Ich will die weghaben. Heul doch, heul doch. Ja, ich heul gleich. Ey. Moment, stopp. Ich habe da gerade irgendwas gesehen. Aufheben. Ja, ist die falsche. Toll. Ich will die hier aufheben. Ich will hier raus. Lass mich da weg. Ich komme nicht weg. Kann ich machen, was ich will. Geht nicht. Gut, ich suche jetzt erstmal nach einer Lösung und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Nein, also man kann sich von den Fallen nicht wieder befreien. Man muss wirklich warten, bis die sich von selber dann auflösen. Also nach einer Weile, wenn man da so ein paar Minuten drin gesteckt hat, dann sind die verbraucht und lösen sich wieder auf. Und dann ist man wieder frei. Ich habe die Fallen jetzt mal anders gesetzt, damit die so ein bisschen kompakter sind und man rechts und links da gut dran vorbeilaufen kann. Außerdem habe ich Türen eingebaut. Da hinten habe ich Holztüren reingesetzt. Das war jetzt auch mal ganz dringend nötig. So. Und dann geht es ja auch schon wieder weiter bei Winterwunderland. Ich weiß jetzt nur nicht, soll ich den Wolf auch da reinstellen? Und dann, was wollen wir denn jetzt als nächstes machen? Ich meine, Narkos habe ich jetzt noch ein paar gesammelt gehabt. Gammelfleisch habe ich auch wieder ein neues. Wir gucken jetzt mal nach, wie viele Narkopfeile wir haben. Und 55 war der Argy-Sattel, ne? Ich mach dich mal auf Stopp. So, 55 war der Argy-Sattel.
Rüstung können wir auch noch nicht weitermachen. Das ist ab 50 gibt es dann in Restmetall. Wie viele Narkotikpfeile können wir denn bauen? Hier nochmal 9. Das können wir tun. So, herstellen. Wie viel haben wir dann? Ein paar. Aber noch lange nicht genug, glaube ich. 17. Ich schmeiß die jetzt mal da rein und die in den Bogen. So, also 17 Pfeile für den Archie reichen, glaube ich, noch nicht. Zumal der Sattel, wie war das nochmal? Level 55, ne? Aber wie wäre es denn mit einem neuen Wolf? Den kann man ja theoretisch auch mit dem Bumerang niederwerfen, ne? Der kommt ja dann auch immer wieder. Der ist viel praktischer als ein Steinschleuder. Problem ist, um einen Bumerang zu brauchen, zu bauen, brauchen wir Lehm. Und das können wir nicht herstellen, weil das gibt es nur in der Wüste. Und die Wüste ist da hinten irgendwo. Okay. Also auch keine gute Idee. Und jetzt die ganzen Narkopfeile wieder ausgeben für einen Wolf, ist auch blöd. Vielleicht sollten wir mal irgendetwas zähmen, das besser Bärchen einsammelt. Ja. Da ist wieder ein ganzes Rudel hinterher. Das würden wir nicht überleben. Da brauchen wir gar nicht hin. Ja, nee, da brauche ich gar nicht gucken. Das schaffen die. Die Wölfe machen den platt. Das steht fest. Oh, da hinten ist ein Rex. Schon wieder ein Rex. Eine Anke. Wie wäre es mit einer Anke? Da brauchen wir auch wieder einen Sattel für, ne? Die kostet wieder Metall. Wobei, das geht natürlich, ne? Kann das Woolly Reno eigentlich auch irgendwas farmen? Gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Wollen wir uns eine Anke holen? Was ist denn das für eine Anke da? Anke, was bist denn du? Oh, Level 60. Ja, das ist natürlich eine coole Anke. Aber dann wieder die ganzen Pfeile opfern. Ich weiß ja nicht. Man merkt schon, ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wie ich weitermachen soll. Man kann so vieles tun. Oh, was ist denn da geflogen? Was kam da geflogen? Und wieso? Ein Schaf. Du Mammut, hättest du nicht Lust, zufällig in eine meiner Fallen zu trampeln? Wäre ja auch nicht schlecht. Dann können wir Mammut zähmen. Stellen den Wolf hier oben hin. So. Bisschen weiter nach oben, wenn es geht. Okay, da waren wir sicher. Dann machen wir den auf Passiv und auf Stopp. Und dann gehen wir da runter. Und dann ziehen wir den. Guck mal da. Zack, ist drinne. Ist drinne. 6. Komm her. Jetzt bist du fällig. Jawohl. Ja, komm. Dich will ich. Ich weiß nicht, welches Level du hast, ist mir egal. Der wird mich töten, der wird mich so töten, oh je. Ah, da kommt er schon. Und die Pfeile reichen vermutlich nicht. Er kommt aber nicht hier hoch. Ja, er kommt nicht hier hoch, gut. Reicht das oder reicht es nicht? Es sind noch 8 Pfeile. Habe ich Steine? Hoffentlich habe ich Steine. Für den Fall, dass es nicht reicht. Nee, ich abhauen, nicht abhauen. Komm, oh Scheiße, der ging daneben. Komm noch mal in die Falle oder so. Komm, fall um. Fall um. Ja, yippie. Yay, wir kriegen ein Mammut. Haha. Achso. Folgen 1, wo ist denn das? Da ist Folgen 1, komm mit. Zut.
Ey, die Fallen, die sind praktisch. Das ist klasse. Jetzt, wo der Wolf nicht da rein tapert. Nee, so, komm mal her. Du musst jetzt hier mal gerade, komm her, bitte. Du hast, glaube ich, auch noch Bärchen an Bord, ne? Hier, die Bärchen gehen da rein und da rein. So. Oh, meine Heizung fängt an zu pochen. Ich muss mal gerade muten. Einen Moment. So, ich hoffe nur, dass der gleich auch Bärchen sammelt und nicht, dass der nur Holz macht oder so oder Fasern oder Stroh oder keine Ahnung was. Ich bin ja so Mammut erfahren. Schauen wir mal. Ich brauche Bärchensammler. Aber ich kann der das. Ich bin mal gespannt. Ich habe einen Mammut. Ich habe einen Mammut. Aber ein hohes Level kann der nicht haben. Was für ein Level hast denn du? Oh, 40. Gar nicht mal so schlecht. Also ich hätte jetzt gedacht, es wäre schlimmer. Oh, ich glaube, der braucht gar keine Narkos. Den kriegen wir so. So, das kommt weg. Okay. Ja, ja. Super. Wollen wir noch einen Mammutsattel, ne? Oder? Die kann man doch bestimmt nicht ohne Sattel reiten, oder? Okay, wie sieht's hier aus? Wir halten das mal hier so ein bisschen im Blick. Gut. Herstellen. Endpunkte. Was haben wir denn? Mammut? Mammutsattel. Guck mal, das geht. Den muss man in der Werkbank machen. Okay. Hier ist alles gut, ja? Also es kommt jetzt keiner und greift das Vieh an. Das wäre jetzt fatal. Level 40 Mammut. Den brauchen wir. So, gucken wir mal nach dem Sattel. Was braucht man denn für einen Sattel? Ich freue mich, ich freue mich. So, Mammutsattel. Was braucht das denn? Sattel. Mammut. 260 Leder. Wieso haben wir kein Leder mehr? 91 nur. Nur kein Leder mehr? Kann ja nicht sein. Wir haben doch nicht alles Leder ausgegeben, was wir hatten. Da ist nochmal was. Haben wir hier noch Leder drin? Nein. Hm. Dann brauchen wir noch Leder. Toll. War alles Leder mittlerweile ausgegeben. Ja, sieht ganz so aus. Hund, ich meine, Wolf, hast du noch Leder für mich? Leder? Keins. Hm. Okay, nächste Mission. Leder. Mission Leder ist gestartet. Gucken wir mal, ob wir irgendwo was abstauben können. Wenn da irgendwelche Viecher getötet wurden. Nicht von uns. Sollen wir mal so ein Jaboa mitnehmen? Töten meine ich, nicht mitnehmen. Die geben doch auch was Leder. Hä? Nicht dran vorbeilaufen. Hallo? Wie viel Leder bringst denn du? 81. Na guck. Das lasse ich mir doch dann locker gefallen. Bei meiner Farming-Rate. Dann haben wir das schnell zusammen. Da sollten wir nicht hingehen, oder? Das ist nur ein Wolf. Das könnte gehen. Da liegt noch ein toter Wolf. Cool. Den können wir gerade abstauben. Und da kommt direkt schon ein Vogel. Der will das auch. Hier, komm mal. Hier hin. So, dazwischendurch. Da ist noch ein Vogel. Der bringt wahrscheinlich nicht gerade viel Leder. Oder? Doch. Der bringt Leder. Da ist noch ein Mammut. Ich frage mich gerade, an wem der zugrunde gegangen ist. Hier dran. Halt durch, halt durch. Wolf, halt durch. Komm, du musst durchhalten. Stopp. Halt, das machen wir nicht. Nein. Nein, nein, nein. Lass das. Lass es sein. Nein. Oh, Hilfe. Der Wolf kann wieder nicht rennen. Haben wir es wieder geschafft. Und er lebt fast nicht mehr. Aber ich habe zum Glück gerade noch den Gottmodus reingehauen. Dafür bin ich jetzt nicht bereit, unsere süße Lupina zu verlieren. Das geht nicht. Moment mal.
Ich bin jetzt ganz böse. Also, nee. Guck mal, da steht nämlich auch schon der nächste Rex. Nee, also unsere Lupina nicht reicht. Machen wir nicht. Hier, guck mal, da kommt der Rex schon. Da, kannst dich mit dem Rex anlegen. Den Rex führen wir einfach hier rüber. So. Okay, die sind beschäftigt. Und wie, der Rex kommt jetzt nach. Das kann ich jetzt nicht haben. Oh, guck mal, da kommt wieder was gerannt. Nee, ich lasse dich leben, ist gut. Ich glaube, ich habe genug Leder. Wir gehen jetzt nach hier rüber. Hoffen, dass der Rex bleibt, wo er ist. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Und ich komme da nicht hier runter. Oh nein, ein Vogel. Der Archie lässt hoffentlich auch das Mammut in Ruhe. Versuchen uns mal im Bogen. Ja. Ja, müsste gehen. Lass den in Ruhe. Was sagt denn mein Mammut? Bald. Bald ist er soweit. Ja, also, ob das geklappt hat oder nicht, das werden wir beim nächsten Mal wissen. Ich werde jetzt einen Mammutsattel bauen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Wir spielen Ark Winterwunderland in einer sehr kalten, nassen, feindlichen Welt. Also macht's mal gut. Ciao, ciao.